Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Heute schauen wir auf die Juniorenweltmeisterschaft. Da läuft nämlich was. In Italien. Denn Deutschland hat richtig heißes Eisen im Feuer, nämlich den Frederik Swane im Open. Das Turnier läuft vom 12. bis 22. Oktober, hat also aktuell begonnen. Drei Runden sind gespielt und wir werden uns eine Partie von Frederik anschauen aus der ersten Runde. Super spannend. Ungewöhnliches Materialverhältnis, was auf dem Brett erscheinen wird. Da gehen wir gleich rein. Machen halt heute mal ein bisschen Pause von der amerikanischen Meisterschaft. Da war die achte Runde nicht so spektakulär wie die Runden davor. Schöner Zeitpunkt, um mal dem deutschen Jungen hier die Daumen zu drücken. Viele von euch kennen Frederik. Ich habe hier auf diesem Kanal schon einige Videos gemacht über ihn. Er war ja schon U16 Weltmeister online allerdings vor 2 Jahren. Dann wurde er Großmeister, hat einen riesen Schritt nach vorne gemacht in den letzten 2 Jahren. Großmeister geworden, die Norm alle sehr schnell hintereinander geschafft. Ich habe auch dieses Jahr gegen ihn gespielt beim Großmeisterturnier, habe diese Partie allerdings nicht analysiert hier auf diesem Kanal. Das war auch ein spannendes Remis und zeigt auch seinen Stil, den wir jetzt auch in dieser Partie sehen werden. Gehen wir rein. Erste Runde spielte er gegen einen Inder, gegen einen gewissen Utsav Chatterjee, sagt mir gar nichts. Ich habe nachgeguckt, er hat schon schon ein, zwei EM-Normen. Also einer von den vielen Indern, die halt extrem stark sind in dem Alter. Partie beginnt hier mit E4. C5. Wir schauen uns natürlich im Anschluss an der Partie die Tabelle an, die Teilnehmer, wer ist dabei, welche bekannten Namen. Auch bei den Damen, bei den Mädels schauen wir auch mal kurz rein. Da gibt es auch ein paar deutsche Spielerinnen, die dabei sind. Aber erstmal die Partie. Springer F3, E6, Sizilianisch, D4, CD4, Springer D4, Springer C6. Das ist ein flexibler Aufbau. Man kann jetzt Taimanov spielen. Wenn Weiß jetzt Springer C3 fortsetzt, dann gibt es damit C7, Taimanov. Oder auch Springer F6, 4 Springer Spiel. Ich weiß nicht, was Frederik hier spielen wollte. Der Gegner spielt aber sehr ungewöhnlich hier. Springer schlägt C6. Das ist selten. Nach B schlägt C6 bekommt Schwarz die Möglichkeit, ein schönes Zentrum aufzubauen. Läufer D3, D5. Kurze Rochade. Springer F6, Springer C3, Läufer E7. Alles normale Entwicklungszüge. B3, der Läufer soll über B2 entwickelt werden. Ich weiß nicht, ob B3 der beste Entwicklungszug ist hier, aber egal. Rochade, Dame E2, Turm E8. Alles normale Züge, gibt gar nicht so viel zu erzählen. Entwicklungszüge, goldene Regeln. Läufer B2. So, und jetzt kommt der erste spannende Moment hier, aus meiner Sicht. Nachdem beide Seiten normale Entwicklungszüge gemacht haben. Frederik rechnet jetzt hier 3-4 Minuten und rechnet sehr gut und spielt E5. Das ist ein sehr starker Zug. Stellt den Bauern ins Zentrum und rechnet hier ganz genau, dass das funktioniert. Dass Weiß hier im Zentrum den Bauern nicht schlagen kann. Zum Beispiel könnte man natürlich E schlicht D5 in Betracht ziehen, C schlicht D5. Aber Dame schlicht E5 scheitert woran? Läufer A3. Dann gibt es hier schon Probleme. Ja. Man könnte zwar so spielen, Dame E8, Dame E8, Läufer A3. Das wäre nicht uninteressant. Man hätte hier einen Turm, Läufer und Bauer für die Dame. Aber objektiv wäre das schon etwas besser für Schwarz. Deswegen ist E schlicht D5 hier auch zu früh, verbietet sich. Weiß spielt erstmal Turm AD1. Jetzt kam Läufer D7. Auch sehr interessant, aber auch sehr stark. Plombiert hier die D-Linie, damit die Dame nicht angegriffen wird, eventuell. Und nach langem Nachdenken, 17 Minuten, entschloss sich Weiß jetzt hier zu konkreten Maßnahmen. Das ist natürlich auch sehr, sehr riskant hier alles, ne? Was Schwarz macht. Aber es funktioniert. Also Weiß hätte jetzt einfach abwarten sollen mit H3. Und gucken, was Schwarz macht. Aber er nahm jetzt auf D5. C schlägt D5. Und jetzt hier Springer schlägt D5. Also Dame E5 geht natürlich nicht wegen Läufer A3. Hatten wir schon. Springer D5. So, was macht hier Weiß, denkt man sich. Springer D5. Läufer schlägt H7. König H7. Dame D3 Schach. Das ist alles sehr forciert. König G8 und jetzt Dame D5. Weiß hat eine Figur geopfert, hat dafür zwei Bauern, aber attackiert den Läufer und diesen Bauern auf E5.
Und wenn die weiße Dame auf E5 nimmt, dann droht ja Matt auf G7. Das heißt, Schwarz muss hier ganz konkret den besten Zug finden. Und nach 9 Minuten findet ihn auf Frederik. Er spielt Läufer E6, greift die Dame an. Jetzt kommt aber Dame schlicht E5. Weiß hat schon drei Bauern für die Figur, droht Matt und bedroht die Dame. Das sieht nicht gut aus. Aber es gibt einen Zug, mit dem sich Schwarz nicht nur rettet, sondern Vorteil erlangt. Wie lautet der Zug? Und das mussten beide alles rechnen, ne? Also Frederik musste das irgendwie bei Läufer D7 alles gesehen haben, von ein paar Zügen. Und Weiß musste natürlich, nachdem er auf D5 genommen hat, hat er natürlich diese Variante geplant. Es geht hier aber Läufer F6 mit Gegenangriff, verhindert das Matt, greift die Dame an. Wenn die Dame wegzieht, kann man auf B2 nehmen und dann die Dame opfern. Aber das macht Schwarz hier sowieso. Turm schlicht D8. Und jetzt Turm A schlicht D8. Nicht Läufer E5 natürlich, wegen Turm schlicht A8 und Schwarz gewinnt. Weiß gewinnt oder Turm schlicht E8 und dann Läufer E5. Dann hätte Weiß hier drei Bauern mehr, beziehungsweise zwei Bauern mehr, wenn Schwarz jetzt hier auf B3 nimmt. Das war natürlich alles geplant nach Turm schlicht D8, Turm A schlicht D8. Jetzt muss die Dame wegziehen, Dame A5 und jetzt Läufer schlicht B2. Und jetzt machen wir kurz Stopp. Wir sehen eine ungewöhnliche Materialverteilung. Turm und zwei Läufer gegen Dame und drei Bauern. Wenn man das abzählt, sind das 12 gegen 11 Punkte aus weißer Sicht. Also Weiß hat sogar einen Punkt mehr. Aber die drei Figuren sind hier mehr wert als eine Dame und die drei Bauern. Vor allen Dingen sind zwei Läufer, sehr starke Läufer, die auf einer offenen Stellung super viele Felder kontrollieren. Also Schwarz kontrolliert halt sehr, sehr viele Felder mit seinen Figuren. Und Weiß hat Schwierigkeiten, zum Beispiel seinen Turm ins Spiel zu bringen, wie wir gleich sehen werden. Aber Weiß hat starke Freibauern. Das ist eine sehr spannende Stellung. Die Engine schätzt das besser für Schwarz ein. Die Frage ist nur, wie viel? Das ist nicht klar. Schauen wir, wie es weitergeht. C4. Dame schlägt A7, scheitert an Turm A8 und dann kommt Turm A2. Deswegen C4. Läufer D4. Ja, hier wird es schwierig für Schwarz, ne? Das hier sehr genau zu bespielen. Hier dachte jetzt, hier und in der Folge verbrauchten beide Spieler relativ viel Zeit. Frederik verbrauchte jetzt hier 13, nee, 14, nee, 13 Minuten für Läufer D4. Wahrscheinlich ist Läufer F6 aber besser. Mit der Idee, Turm D7, Turm ED8 und eventuell auf die zweite Reihe einzudringen. Aber gut, Läufer D4. Ich kann es verstehen, dass er so spielt. H3, Turm D7, C5. Turm D5. Jetzt fasst er aber allerdings einen falschen Plan. Turm ED8, B4, Läufer E5. Das ist hier so die Computerfortsetzung. Immer noch mit etwas Vorteil für Schwarz. Aber Frederik spielt Turm D5, greift den C5 an. B4 natürlich. Turm F5 greift hier den F2 an. Der ist allerdings gedeckt. Dame schlägt A7. Jetzt hängt plötzlich der Bauer hier und den nimmt sich Weiß genüsslich weg. Und wir sehen bei Weiß, drei Freibauern, das ist natürlich eine ganze Menge. Was für eine Konstellation, super spannend. Turm D8, Dame A4, das ist sogar richtig. Turm F4, nach 13 Minuten. Gut, verhindert B5 wegen Läufer schlägt B2 und droht Läufer schlägt C5 hier mit der Fesselung auf der vierten Reihe. Weiß spielt C6, lässt den Bauern laufen. Das war die Idee von Dame A4 auch. Dass der Bauer laufen kann. Ne? Die Dame stand ja auf A7, der C-Bauer war gefesselt, deswegen die Dame weg. Und jetzt C6. Läufer B6. Hier fühlt sich der Läufer wohl, blockiert hier so ein bisschen den B-Bauern. Dame B5. Jetzt deckt die Dame das Feld D1 nicht mehr. Deswegen geht jetzt diese kleine Taktik hier. Läufer schlägt F2. Schach. Auf Turm F2 kommt natürlich Turm D1. Ne? Ich frage mich gerade hier, was mit Turm F1? Ja, das gewinnt für Schwarz. Die zwei Bauern können aufgehalten werden. Der Läufer kommt rechtzeitig zurück. B5 geht auch nicht wegen Läufer C4 Schach. Und der König ist nah dran. Okay. Läufer schlägt F2 Schach. Ihr seht, das ist alles sehr, sehr kompliziert. Ich habe nicht alle Varianten analysiert. Das geht zu tief, das geht zu weit.
Bei so einer Konstellation gibt es einfach viel zu viele Möglichkeiten. Und die Spieler haben jetzt auch natürlich die ganze Zeit nicht die besten Züge immer gemacht. Das ist auch zu schwierig. König H2. Tja, was soll man machen hier mit Schwarz? Läufer E3 wäre gut gewesen. Mit der Idee Turm F4, Läufer F4 und König G1, Läufer G3. Und dann steht der weiße König sehr schlecht. Es droht Turm D1 hier. Und ist eine sehr spannende Stellung. Also Läufer E3 war der beste Zug, aber Frederik spielt Turm C8. Und das ist ein Fehler. Jetzt hätte Weiß A4 spielen können. Und ich bin auch ein bisschen erstaunt, dass er es nicht gemacht hat. Einfach den A-Bauern laufen lassen. Überhaupt alle, die Bauern alle, einfach alle laufen lassen. Und dann halt, also hier steht Weiß wahrscheinlich sogar auf Gewinn. Also sagen wir mal Läufer E3, Turm E4, Läufer F4, G3, Läufer D6, A5, Turm B8, Dame D3, Läufer B4, C7, Turm C8 und hier Dame D8 Schach, König H7, Dame H4 Schach und der Läufer fällt auf B4. Und das ist gewonnen. Also A4 vom generellen Standpunkt her sehr logisch. Einfach die Bauern laufen lassen, sind Freibauern. Und das sind ja auch die Trümpfe, die Weiß in der Hand hält. Stattdessen spielte Weiß Dame D3. Er hatte wahrscheinlich Angst vor Läufer E3 oder vor Läufer G3 Schach. Gucken wir mal bei A4 auf Läufer G3 Schach. Was ist damit? König G3. Nee, es geht doch gar nicht. Der Turm ist gedeckt. Sorry. Nee. Dame D3. Er hatte Angst vor Läufer E3, nicht vor Läufer G3. Es geht hier weiter mit Läufer C4. Das stellt aber nichts ein wegen Dame D7, der Gegenangriff. Läufer E6. Und interessanterweise wiederholt Weiß jetzt hier nicht die Züge. Dame D3 hätte er machen können. Er spielt Dame D1. Spannend. Vielleicht wollte, also auch. Weiß wollte wahrscheinlich auf Gewinn spielen, ne? Offensichtlich. Sonst hätte er mit Dame D3 die Züge wiederholen können. Läufer E3, Turm E4, Läufer F4, Schach, G3, Läufer C7. So, die Stellung ist wieder ausgeglichen. Das liegt auch daran, dass der weiße König jetzt relativ offen ist hier, ne? Du musst aufpassen, ne? Turm D8 kommt, eventuell kommt der Turm rein, der G3 ist schwach, ne? A4. Turm D8, Dame C2. Die Dame muss auch verteidigen hier, ganz wichtig. Viele Felder decken. Turm D4 greift den B4 an. B5. Turm C4. Dame D1. Ja, wo soll die Dame hin, ne? Das ist ein kleines Problem hier. Dame D1. Muss den A4 verteidigen. Dame B3 geht nicht wegen Turm schlägt C6. Mit Angriff auf die Dame. Und ich habe noch kurz überlegt, Dame A2 geht auch nicht. Tja, wo soll man hin mit der Dame? Ne? Dame B2, aber dann hängt der A4. Ja. Und es droht Dame Turm A2 hier. Ja. Das geht auch nicht. Deswegen Dame D1. Aber das lässt jetzt Turm. Ich dachte Turm C2 hier, ehrlich gesagt, aber Turm B4 hat er gemacht. Warum hat er nicht Turm C3 gemacht? Das wäre möglich gewesen und Weiß hätte mit dem König weglaufen müssen hier auf die F-Linie, sagt die Engine. Na gut, Turm B4. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt, wie gesagt, in der Voranalyse nicht alle Züge betrachtet, weil das ist einfach eine zu komplizierte Stellung. Dame A1 deckt ihm weiterhin den A4, droht aber nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt Turm B3, natürlich. Wir greifen den G3 an. Gegenspiel. Und das ist eine entscheidende Stellung jetzt hier. Weiß hätte unbedingt mit dem König weglaufen müssen aus der Ecke. Stattdessen kam Dame D4 und das verliert. Turm schlägt G3 und jetzt steht der König hier ganz, ganz schlecht. Es drohen lauter Abzüge hier. Mit der Drohung, die Dame zu gewinnen. König A1 ist der logische Zug. Der Computer hätte hier Dame A7 gemacht mit Angriff auf den Läufer, aber nach Läufer E5 wiederholt Weiß einfach die Drohung.
König A1, verständlich, dass Weiß hier mit dem König nach A1 gegangen ist. Jetzt gewinnt aber Schwarz. Wie? Kleine Taktikaufgabe zum Schluss. Versucht ihr mal selbst zu finden. Schwarz gewinnt hier mit Turm G5. Idee Läufer D5 Schach. Und deswegen hätte der König vor zwei Zügen rausrennen müssen auf die F-Linie, weil er hier natürlich gefangen ist. Und Läufer D5 kann man nicht verhindern. Man muss jetzt mit Weiß die Dame opfern. Weiß probierte noch A5, aber nach Läufer D5 Schach musste er die Dame geben. Dame D5, Turm D5, B6, Turm A5, B schlägt C7, Turm A8. Hält die Bauern auf und wird die Bauern schlagen und die Partie ist gewonnen für Schwarz. Ja, was für ein Auftakt. Total nervenaufreibend. Aber man muss auch sagen, das ist typisch für Frederik. Solche Partien spielt er am laufenden Band. Und wir schauen mal auf Chess Results, auf das Turnier. Das ist die Startliste. Ihr seht es. Frederik ist an drei gesetzt bei diesem Turnier. Vorne Andrei Jesipenko aus Russland, der unter Fide-Flagge gespielt. Arseni Nesterov, auch aus Russland. Und dann wird es halt super, super eng. Ne? Da sind so viele Spieler mit Elo über 2500. Alles Großmeister, viele Großmeister, ein paar EMs. Also sehr, sehr enges Turnier. Ne? Nach Jesipenko, der hat halt 100 Punkte Vorsprung, der ist schon der Favorit. Aber Jesipenko hat in den letzten Monaten einiges an Elo eingebüßt. Deswegen für mich nicht der klare Favorit. Nach drei Runden sieht es gut aus für Frederik. Er hat alle drei Partien gewonnen und die waren auch alle super spannend. Ne? Zweite Runde hat er auch wieder rumgeopfert. Mit Qualität war alles nicht so super korrekt, war aber okay. Dritte Runde auch, gut, da hat der Gegner geopfert. Also bei den Junioren wird sehr viel geopfert. Die spielen alle mit mega viel Energie. Da gibt es kein Halten. Vorne übrigens super interessanter junger Mann, Igor Samonenkov aus der Ukraine. Der ist erst 13 Jahre alt. Der ist Jahrgang 2009. Vielleicht ist er sogar erst 12. Also Wahnsinn. Also das ist ein Riesentalent. Frederik ist ja Jahrgang 2004, meine ich. Ja, 4, 18 Jahre alt oder 19. Ich glaube, nee, das ist 18. Und ja. Ist alles drin. Frederik gehört zu den Favoriten, ist an drei gesetzt, hat die ersten drei Runden gewonnen. Super. Jetzt gucken wir kurz bei den Damen, bei den Mädels. Damen. Erstmal die Setzliste. Starting Rank. Da sind drei Spielerinnen. Jana Schneider, Lara Schulze und Luisa Baschelina. Drei Spielerinnen sind dabei aus Deutschland. Schneider und Schulze, beide Top 10. Nach drei Runden, wie sieht es da aus? Da weiß ich selbst noch gar nicht. Schneider 2,5, Lara auch 2,5. Achso, die haben ja gegeneinander gespielt in der dritten Runde. Ein guter Auftakt. Mehrere Spielerinnen mit drei Punkten. Das werde ich alles verfolgen. Natürlich geht das so ein bisschen unter, weil US-Meisterschaften laufen. Heute beginnt übrigens auch die achte Etappe der Meltwater Champion Chess Tour mit Magnus Carlsen und Vincent Kaimer. Das geht dann auch erstmal. Ich glaube, vom 14. bis 21. Oktober. Also ist gerade sehr viel los. Ich habe viel zu tun. Und ihr dürft euch auf viele schöne Partien freuen mit auch den deutschen Stars. Ne? Daumen drücken für Frederik angesagt. Und checkt auch meinen anderen Kanäle aus. Nicht vergessen. Ciao.